Einen wunderschönen guten Abend, liebe Freundinnen und Freunde der Freiheit, liebe Gäste, und freue mich sehr, dass wir heute zu einer weiteren Veranstaltung unserer Reihe der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit beim Landesbüro Nordrhein-Westfalen, die Ideen der Freiheit, liberale Philosophen im Porträt, zum zweiten Teil unserer Reihe heute kommen. Wir haben schon in der vorletzten Woche gestartet mit einem liberalen Gründervater, kann man sagen, und zwar mit John Locke, und freue mich sehr, dass wir heute diese Reihe in guter Tradition fortsetzen, und zwar mit sicherlich einem der bedeutendsten liberalen Moralphilosophen und Ökonomen. Wir sprechen heute über Adam Smith. Und zu meiner Person, mein Name ist Alexander Kobus, ich bin meines Zeichens Historiker, promoviere zur Geschichte der sozialen Marktwirtschaft und freue mich sehr, heute Abend nicht alleine über Adam Smith sprechen zu müssen, sondern freue mich sehr, dass ich mir dazu zwei illustre Gäste dazugeholt habe, die das mit mir gemeinsam machen werden. Und zwar, Ladies First, die Lara Wiemann ist heute mit von der Partie. Sie ist Volkswirtin, arbeitet beim liberalen Think Tank Prometheus, das Freiheitsinstitut, als Head of Operations, wenn mich nicht alles täuscht. Hat unter anderem in Witten und in Marburg studiert und beschäftigt sich im Rahmen ihrer ökonomischen Forschung vor allem mit dem Thema Wettbewerb, und wird uns heute einiges über Adam Smith erzählen, und wir werden das schön aufteilen, dass wir einmal die moralphilosophische und die ökonomische Seite bekommen, und für dieses wunderbare Duo haben wir dann auch noch Justus Enninger mit dabei, ein gern gesehener Gast bei uns. Lieber Justus, schön, dass du da bist. Justus ist hat Volkswirtschaftslehre und Politikwissenschaften studiert, unter anderem in Erfurt und in London, und ist uns gerade aus dem wunderschönen New York zugeschaltet, wo er gerade noch im Rahmen seiner Promotion einen Forschungsaufenthalt absolviert. So, wir sprechen heute Abend über Adam Smith und will natürlich auch das nicht nur machen, dass wir das nur hier zu dritt machen, sondern natürlich auch mit unseren Zuschauerinnen und Zuschauern, die herzlich dazu eingeladen sind, gerne Gebrauch zu machen von der F&A-Funktion, die Sie unten bei Zoom in der Leiste finden. Wir werden dann nach den Inputs eine Q&A-Runde machen, eine Frage- und Antwortenrunde, und dann mit unseren beiden Gästen ein bisschen ins Gespräch kommen. Und jetzt habe ich eben in der Vorbereitung gar nicht zugehört. Wer von euch beiden will eigentlich anfangen heute? Die Lara fängt an. Wunderbar. Sehr schön, die Lara. Bevor du loslegst und deine Präsentation dir schon mal zurechtlegst, wenn du an Adam Smith denkst, was ist so das erste Schlagwort, was dir in den Kopf kommt? Ich würde sagen Schottland. Schottische Aufklärung. Schottische Aufklärung, wunderbar. Dann werden wir heute auch ein bisschen was über die schottische Aufklärung hören. Liebe Dilara, du hast das Wort. Wir sind alle ganz gespannt. Ja, ich teile mal eben meinen Bildschirm. So, ich hoffe, dass Sie das alle sehen können. Perfekt. Ja, dann einen wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich grüße Sie ganz herzlich aus der Bibliothek des Liberalismus hier in Berlin. Und mein Name ist Dilara und ich freue mich, dass ich Sie heute begleiten darf auf eine Reise durch das Leben und Wirken von Adam Smith. Vielleicht ganz kurz zum Ablauf. Ich würde jetzt einmal über die Person Adam Smith zu sprechen. Dann schauen wir uns sein Werk zum Wohlstand der Nationen an, und dann spricht mein Kollege Justus später über die Theory of Moral Sentiments. Genau. Wer war Adam Smith überhaupt als Person? Wir gehen mal zurück ins Schottland, Mitte des 18. Jahrhunderts, an die schottische Ostküste. Dort ist er aufgewachsen als Halbwaise in ganz bescheidenen Verhältnissen. Er war aber ein sehr begabter Schüler, der schon früh geschafft hat, ein begehrtes Stipendium in Oxford zu ergattern. Dort hat sich aber schnell herausgestellt, dass es gar nicht so gut für ihn war. Also er hat das mal bezeichnet als Negativbeispiel einer starren Bildungsinstitution und wurde sogar dabei getadelt, als er David Hume, also einen der wichtigsten Philosophen überhaupt, gelesen hat. Also Adam Smith war damals eher schon so ein kleiner Querdenker.
Er hat dann später einen Ruf bekommen für eine Professur für Moralphilosophie an der Uni Glasgow und hat sich auch da schnell einen Ruf gemacht. Also war ein sehr begabter akademischer Lehrer, rhetorisch sehr begabt und wurde hier sehr, sehr populär. In den folgenden Jahren hat er dann seine berühmtesten Werke veröffentlicht. Er ist vorher ein bisschen durch Europa gereist, hat sich hier mit bedeutenden Denkern vernetzt, neue Ideen gewonnen. Und 1776 ist dann das Werk, was wir uns jetzt anschauen, The Wealth of Nations, publiziert worden. Das war damals schon ein richtiger Kassenschlager. Also am Ende des Jahres nach der Veröffentlichung hat er damit schon 300 Pfund verdient. Damit hatte er damals quasi ausgesorgt. Und auch schon damals, ganz interessant, hat man schon den historischen Rang dieses Werkes erkannt. Also es kam nicht erst nach seinem Tod, sondern es war damals schon bewusst, dass das Werk in die Geschichte eingehen würde. Danach hat er eine ziemlich ungewöhnliche Nebentätigkeit noch aufgenommen, und zwar wurde er Zollkommissar in Schottland. Er hat also dem schottischen Staat geholfen, Schmugglern quasi das Geld aus der Tasche zu ziehen und damit die Staatseinnahmen des schottischen Staates aufzubessern. Danach war er so ein bisschen kauzig unterwegs, war irgendwie so der typische Professor, wie man ihn sich vorstellt, hat recht zurückgezogen gelebt bis zu seinem Tod. Leider wurden seine letzten unveröffentlichten Manuskripte dann auch noch auf seinen Wunsch hin verbrannt. Und Adam Smith, den wir jetzt so mal kurz kennengelernt haben, der wird immer bezeichnet als Urvater der Ökonomie, denn er hat damit ein Fach erfunden, was es zu dem Zeitpunkt eigentlich noch gar nicht gab. Und deswegen können wir eigentlich sagen, der Wohlstand der Nation ist für jeden Volkswirtschaftsstudenten das Alte Testament der Ökonomik. Das muss jeder zumindest mal anlesen. Und er war der erste Ökonom, der sich auch gefragt hat, was sind eigentlich die Regeln und Mechanismen, was ist der Grund dafür, dass wir überhaupt Wohlstand und Wohlstandswachstum sehen. Und er hat erkannt, dass Arbeitsteilung hierfür der Grund ist. Und das beschreibt er unter anderem in diesem Werk, was wir uns jetzt genauer anschauen möchten. Das Werk selbst, vielleicht ganz kurz dazu, das sind über 900 Seiten, was aber ganz ohne mathematische Formel übrigens auskommt. Es sind 5 Teile gegliedert, da befasst er sich unter anderem mit der wirtschaftswissenschaftlichen Theorie zu Beginn und gibt dann nochmal einen historischen Ausblick und setzt sich dann später kritisch mit dem damaligen System auseinander, wo er dann seine Erkenntnisse darauf anwendet und kommt dann zur Rolle des Staates und wird damit eigentlich zum Vater der politischen Ökonomie. Und wir schauen uns jetzt 4 Punkte an, die besonders spannend sind aus diesem Werk. Und die, genau, da würde ich jetzt mal direkt loslegen. Können Sie erkennen, was hier auf dem Bild zu sehen ist? Sieht ein bisschen komisch aus, soll tatsächlich ein Toaster sein. Das hat Thomas Thwaites gemacht, ein Künstler. Es war ein Projekt vor einigen Jahren. Der hat versucht, einen Toaster nachzubauen. Vorbild war ein Toaster für $5 aus einem Online-Versandhaus, das aus 400 Einzelteilen besteht. Und er wollte mal schauen, wie man das eigentlich so nachbilden kann. Ergebnis, $1,400 hat ihn das gekostet und 9 Monate Zeit. Sie wissen jetzt wahrscheinlich, worauf ich hinaus möchte. Arbeitsteilung. Arbeitsteilung hilft uns, unsere Produktivität zu steigern und das Wohl, und führt zu Wohlstandswachstum. Und hier zeigt sich, warum das Prinzip von Adam Smith, was er damals in seinem Buch erstmals überhaupt so beschrieben hat, warum das auch heute noch so spannend ist. Und das ist ein Prinzip, was wir auf alle Bereiche anwenden können. Also vom Toaster bis hin zu Regionen, Ländern, ist das Prinzip der Arbeitsteilung immer noch gültig. Und ist immer noch der Grund, warum wir Produktivitätswachstum beschreiben können. Und das gilt sowohl vom kleinsten Ein-Mann-Betrieb, also wenn ich jetzt einen Schuster vorstellen, bis hin zur Stecknadelfabrik, das war Adam Smiths Beispiel damals, bis hin heute eben zu Ländern, wo manche Länder eben Sneaker günstiger herstellen können als vielleicht in einem anderen Land. Also Sie sehen, worauf wir hinaus möchten. Gehen wir jetzt mal einen Schritt weiter. Wir haben uns jetzt vorgestellt, okay, die Arbeit wurde jetzt aufgeteilt, wir erwirtschaften Überschüsse, wir haben plötzlich Produkte, die übrig sind und die müssen wir miteinander irgendwie tauschen, um unsere Bedürfnisse zu befriedigen. Jetzt bin ich vielleicht Bäcker und möchte mein Brot tauschen, um Käse zu bekommen auf dem Markt, möchte vielleicht auch mal einen anderen Tag kein Käse, sondern Wurst. Also wie Menschen treten in Austausch miteinander. Das war ein ganz wichtiger Punkt, den Adam Smith hier gemacht hat. Tausch ist eine natürliche Neigung des Menschen. Jetzt kann ich allerdings nicht immer Brot genau gegen Käse tauschen, deswegen braucht es Geld. Und hier kommt ein ganz wichtiger Punkt ins Spiel.
Geld ist dafür da, um miteinander zu tauschen und davon Güter zu kaufen, die wir konsumieren können. Das klingt für uns alle jetzt ganz wenig spektakulär, ehrlicherweise, aber zur damaligen Zeit, wenn wir zurückgucken nach England in dieser Zeit, da hat der Merkantilismus dominiert. Das heißt, eine Wirtschaftsform, in der es darum ging, Gold- und Silberreserven zu horten. Dafür wurden Importzölle eingeführt, das heißt, man hat dafür gesorgt, dass das Geld im Land bleibt. Exporte wurden subventioniert, damit ausländisches Geld reinfließt. Und man ist eben davon ausgegangen, dass Goldreserven und Silberreserven ein Indikator für den Wohlstand eines Landes sind. Gleichzeitig ist man auch davon ausgegangen, dass die eigene Nation nur dann reicher wird, wenn der Nachbarstaat ärmer wird. Und Adam Smith hat hier den Punkt gemacht, nein, es ist der freie Handel, also der Austausch miteinander, der uns alle reicher macht. Und dafür muss niemand ärmer werden. Und das war zur damaligen Zeit revolutionär. Also, Adam Smith beschreibt hier jetzt so einen volkswirtschaftlichen Gesamtkreislauf, also wie funktioniert unsere Wirtschaft, mit Geld als Schwungrad dabei. Aber was ist es eigentlich, was dieses ganze System langfristig in Bewegung hält? Und hier kommen wir zu der wahrscheinlich bekanntesten und auch gleichzeitig umstrittensten These von ihm. Und zwar, dass wir sagen, Menschen sind jetzt nicht alles Engel, sondern Menschen sind einfach eigennützig. Und in der Marktwirtschaft, das heißt durch den Wettbewerb und durch das Gewinnstreben jedes Einzelnen, kommen wir zu Ergebnissen, die nicht nur für mich selbst am besten sind, sondern die auch, ohne dass es überhaupt meine Absicht war, für die gesamte Gesellschaft am besten sind. Ich habe hier ein Zitat von ihm eingefügt, die auch genau das nochmal beschreiben, dass das nochmal genau beschreiben möchte. Wenn Sie jetzt zum Beispiel an einen Schlachter in Ihrem Dorf denken, der stellt Ihnen das Fleisch zur Verfügung, weil er Geld verdienen möchte, nicht aus Wohlwollen. Und der wird das Fleisch auch in hoher Qualität für Sie anbieten, denn sonst sind Sie nach der ersten Runde Salmonellen gleich beim anderen Schlachter. Das heißt, er handelt aus Eigennutz und Sie möchten ja auch das Fleisch kaufen und dementsprechend ist allen geholfen, ganz einfach gesagt. Es ist also quasi eine unsichtbare Hand, um jetzt dieses Bild, das Sie vielleicht auch kennen von Adam Smith, hier nochmal aufzugreifen, die uns alle leitet und die dieses System steuert. Gleichzeitig würde ich hier ganz gerne nochmal anmerken, die unsichtbare Hand, das wird oft vorgeführt bei Adam Smith und er wird oft darauf reduziert. In der Wealth of Nations kam das tatsächlich nur einmal vor. Es ist immer so ein bisschen problematisch, weil es wirkt gleich so, als wäre es irgendwie so ein externer Akteur, irgendwie die unsichtbare Hand, die schwebt da quasi fast verschwörungsideologisch über dem Markt drüber. Eigentlich beschreibt es nur diesen Prozess. Also es geht hier um den Mechanismus, dass Menschen interagieren. Und das ist das, was den wirtschaftlichen Fortschritt und Wohlstand begleitet und auch ja, verursacht. Wir können es kurz resümieren. Also Smith bricht mit dem damaligen System des Merkantilismus und sein Credo ist eben bei vollständiger Konkurrenz, also ne, wenn wir den freien Kräften des Marktes ihren Lauf lassen, dann entsteht über den Preismechanismus, wie von unsichtbarer Hand sozusagen, maximaler Wohlstand. Es ist also ein selbstregulierender Mechanismus, den wir hier beobachten können. Insgesamt war also sein gesamtes Gedankenkonstrukt die Antwort auf die damaligen Gegebenheiten zu der Zeit. Interessant ist, dass er jetzt eben hier auch die politische Dimension nochmal ganz bewusst rausgearbeitet hat und hier den Staat nochmal im Verhältnis zur Wirtschaft setzt. Und damit ist er mit seinem ganzen Werk auch nochmal Leitfigur der politischen Ökonomie geworden. Denn welche Rolle bleibt denn jetzt eigentlich für den Staat nach Smith, wenn wir sagen, der freie Markt kann ja schon den Wohlstand maximieren? Smith war jetzt auch nicht der Staatsverächter, als der manchmal dargestellt wird. Er hat dem Staat schon noch einige limitierte Aufgaben gelassen. Dazu zählt zum Beispiel sowas wie grundlegende Bildung, Infrastruktur, also das heißt irgendwie öffentliche Bauvorhaben, die für einzelne Unternehmen eben zu teuer wären. Rechtssicherheit, also sprechen hier von Gesetzen und dass Strafen bzw. Gesetzesbrüche sanktioniert werden, innere und äußere Sicherheit. Das sollte dann auch besteuert werden, aber eben nur in dem Umfang, um diese begrenzten Aufgaben des Staates zu decken. Genau. Und insgesamt heißt es dann eben kein Merkantilismus, das heißt, wir wollen keine
Importzölle, sondern wir wollen den freien Handel promoten. Und das ist eben die Aufgabe des Staates hier, damit eben der freie Markt insgesamt den Wohlstand maximieren kann. Kritiker unter Ihnen vielleicht denken jetzt, aber warum maximiert denn der Markt jetzt den Wohlstand? Weil im Endeffekt würde Adam Smith sagen, das Individuum weiß im Endeffekt besser als der Staat, was nicht nur gut ist für ihn selbst, sondern was auch damit besser ist für die ganze Gesellschaft. Und um hier vielleicht mit einem letzten Beispiel von Adam Smith mal abzuschließen, dass das nochmal ganz schön illustriert. In Schottland, können Sie sich vorstellen, da kann man theoretisch Wein anbauen, wenn man Gewächshäuser aufbaut. Das ist dann recht teuer. Und jetzt würde jede schwäbische Hausfrau dem zustimmen und sagen, okay, alles, was wir teuer anbauen müssen und günstiger einkaufen können, das kaufen wir dann lieber günstiger ein. So, also dementsprechend ist es dann natürlich sinnlos, Wein in Schottland zu produzieren, wenn wir guten und viel günstigeren Wein aus Frankreich einfach importieren könnten. Das ist aber genau das, was damals die Merkantilisten abgelehnt hätten. Also da hätte der Staat genau gesagt, nein, wir wollen nicht den guten Wein aus Frankreich importieren, sondern wir produzieren den hier teuer in Schottland, obwohl das eigentlich gar keinen Sinn macht. Deswegen würde Adam Smith hier auch eher für guten französischen Wein plädieren. Ja, und warum, ich hoffe, ich habe jetzt, glaube ich, noch eine Minute, vielleicht, warum ist das Werk für uns heute immer noch interessant, obwohl es jetzt doch schon ein paar Jährchen alt ist? Adam Smith hat nicht so pauschale Lösungen gegeben auf die Fragen seiner Zeit und es gibt uns auch keine pauschalen Antworten auf unsere Fragen, die uns umtreiben, aber er gibt uns Prinzipien an die Hand und er gibt uns Ideen, mit denen wir auch heute noch arbeiten können und die die Volkswirtschaftslehre und die Ökonomie eben so geprägt haben, wie eigentlich niemand anders zuvor. Und interessant ist auch, dass wir seine Ideen noch benutzen können, um selbst mit neuen Modellen und neuen Daten und mit der ganzen Ökonometrie eben ja nochmal besser umzugehen, damit wir Ökonomen, was uns oft, glaube ich, vorgeworfen wird, einfach nicht an den Problemen unserer Zeit vorbei optimieren. Und damit würde ich dann an Justus übergeben. Liebe Dilara, vielen, vielen Dank für deinen ersten Input und zu der schönen Anekdote mit dem französischen Wein. Und in diesem Sinne übergebe ich gerne jetzt an Justus. Wir sind auch schon ganz gespannt auf deinen Vortrag. Ich erinnere mich auch daran, dass auch in meiner Ausgabe von The Wealth of Nations die unsichtbare Hand nur einmal vorkam. Und ich glaube, eine ganz, ganz wichtige Kontextualisierung, die wir jetzt erfahren, ist die Justus uns über die Theory of Moral Sentiments geben wird. Bevor du gleich schon in deine Präsentation reinschaltest, Justus, würde mich noch interessieren, wenn du an Adam Smith denkst, was ist deine Lieblingserinnerung, die du damit assoziierst? Ich will jetzt ganz cheesy sagen, Freundschaft, denn er hatte diese sehr innige Freundschaft mit einem anderen Philosophen der schottischen Aufklärung, David Hume. Und die beiden haben sich extrem gut verstanden und standen in engem Austausch miteinander. Und beide hatten irgendwie einen verrückten Lebensstil und haben sich viele, viele Briefe geschrieben, sich tatsächlich nur sehr selten gesehen. Aber wenn man die Briefe und die Interaktion zwischen den beiden betrachtet, ist einfach eine sehr, sehr schöne intellektuelle und persönliche Freundschaft. Und das finde ich sehr schön, denn es gibt auch andere Philosophen innerhalb der Aufklärung, die nie echte Freundschaften knüpfen konnten und sehr asozial waren zu den Personen in ihrem näheren Umkreis. Und Adam Smith und David Hume umarmen tatsächlich nicht nur die schottische Aufklärung intellektuell, sondern auch in ihrem persönlichen Leben im Sinne der Kooperation, Freundschaft und Reziprozität. Das heißt, das ist für mich sehr wichtig bei Adam Smith. Da wird mir direkt ganz warm, lieber Justus. Dann würde ich sagen, jetzt ist es höchste Zeit, dass wir zu deinem Input kommen. Bitte sehr. Gerne. Genau, also die Lara und ich haben uns natürlich Gedanken darüber gemacht, wie wir diese Präsentation aufbauen. Und die Lara, als die echte Ökonomin, die sie ist, hat sich natürlich dem ökonomischen Teil gewidmet. Und mit meinem Studium, das irgendwo zwischen politischer Theorie und Ökonomik sich befindet, habe ich mich natürlich gefreut, den philosophischen Teil übernehmen zu dürfen. Und
Die Lara hat mit ihrem letzten Zitat über die, das sie auch auf der Slide hatte und der Frage, dass der Schlachter in ihrem Dorf oder auch der Bäcker, wenn sie Veganer sind, nicht unbedingt aus Großzügigkeit und Altruismus handelt, um ihr Leben besser zu machen, sondern aus seinem eigenen Self-Interest. Und das wirft manchmal in der Wissenschaft zu Adam Smith ein großes Problem auf. Denn auf der einen Seite haben wir den Egoismus, den Self-Interest bei Adam Smith, der symbolisiert wird durch dieses Zitat aus dem Wealth of Nations, über das die Lara gesprochen hat. It is not from the benevolence of the butcher, but from their regard to their own self-interest, dass wir unser Abendbrot erwarten dürfen. Das heißt, es geht viel im Wealth of Nations auch um das Eigeninteresse. Jetzt ist es ganz interessant, dass aber Adam Smith zwei sehr, sehr populäre Bücher geschrieben hat. Und das andere ist die sogenannte Theory of Moral Sentiments, von den ganzen Experten immer als TMS abgekürzt. Und da spielt Self-Interest tatsächlich nur eine nachgeordnete Rolle. Was viel mehr eine Rolle spielt, ist die Rolle von Altruismus und Großzügigkeit, symbolisiert durch das Zitat hier aus der Theory of Moral Sentiments. How selfish soever man may be supposed, there are evidently some principles in his nature which interest him in the fortune of others. Das heißt, hier spielt Self-Interest auf einmal gar keine Rolle mehr. Das heißt, wir haben, wenn wir uns Adam Smith beide Bücher anschauen, scheinbar ein Problem. Wir haben auf der einen Seite den altruistischen Menschen und den an Wohl der anderen interessierten Menschen, den Adam Smith in der Theory of Moral Sentiments skizziert. Und auf der anderen Seite haben wir Gordon Gekko-Style Self-Interest. Man könnte Smiths Zitat hier oben rechts vielleicht auch umschreiben mit dem populären Zitat Gier ist gut von Gordon Gekko, wo es darum geht, solange jeder an sich selbst denkt, ist an alle gedacht. In der gesamten Adam Smith Scholarship, in der Wissenschaft zu Adam Smith, wurde das über Jahrzehnte, tatsächlich über Jahrhunderte, tatsächlich als das Adam Smith-Problem bezeichnet. Dass Adam Smith 1759 mit der Theory of Moral Sentiments ein Buch geschrieben hat, das ihn als ganz smarten, aber als ganz smarten Philosophen zwar dargestellt hat und auch in die Öffentlichkeit gebracht hat, er sich aber nach seinen Besuchen bei den Ökonomen in Frankreich hat umstimmen lassen, was natürlich wiederum gegen die Ökonomen spricht, dass sobald man mit Ökonomen in Kontakt kommt, alle Großzügigkeit und Altruismus über Bord wirft und sich nur noch dem eigenen Interesse und dem Egoismus hingibt. Dass er nämlich in Frankreich auf seinen Reisen die Physiokraten, eine frühe ökonomische Bewegung getroffen hat, die ihn dann eben überzeugt haben, dass Eigeninteresse, Egoismus doch eine viel größere Rolle spielt im Leben der einzelnen Person. Das heißt, gibt es hier tatsächlich das sogenannte Adam Smith-Problem? Und der Konsens der Wissenschaft dazu, Adam Smith heutzutage, ist, dass es dieses Problem eben nicht mehr gibt, weil Menschen durchaus in zwei moralischen Welten leben können. Und dass auch der Self-Interest tatsächlich auch seine positiven Seiten entfalten kann, neben einer großzügigen, altruistischen Welt. Denn wir befinden uns in zwei unterschiedlichen Welten nach Adam Smith. Das nämlich auf der einen Seite sehen wir hier Robinson Crusoe oben rechts, der auf der Insel strandet, von Defoe beschrieben und tatsächlich sein eigenes Leben lebt. Und dort viel rational herumkalkuliert, quasi keine moralischen Bedenken haben muss, weil es ja keine anderen Menschen auf dieser Welt gibt. Dann aber kommt am Freitag ein neuer Mensch auf die Insel, den er dann auch eben Freitag nennt. Und auf einmal befindet sich Robinson Crusoe nicht mehr alleine auf der Insel und muss irgendwie alleine zu moralischen Grundprinzipien kommen, sondern trifft auf Freitag und lebt damit auf einmal in einer Gesellschaft. Und das ist das, was Adam Smith's Theory of Moral Sentiments tatsächlich zu einem bahnbrechenden Werk innerhalb der Aufklärung macht. Dass er der Überzeugung ist, dass Moral eben nicht abstrakt am Schreibtisch entsteht, wie das vielleicht von der französischen Aufklärung vorher
argumentiert wurde, da, wo man sich an den Schreibtisch setzen kann und am Reißbrett Moral entwerfen kann, Robinson Crusoe alleine auf der Insel Moral entwerfen kann, sondern Moral in der aktiven Teilhabe an der Gesellschaft entsteht. Und jetzt hier nur skizzenhaft Robinson Crusoe und Freitag, aber eben auch noch durch sehr, sehr viel mehr, nämlich durch sehr viel mehr Menschen innerhalb einer Gesellschaft Moral durch die Interaktion der einzelnen Personen entsteht. Und dabei sind ihm zwei Sachen in seiner Moralphilosophie sehr wichtig, die man unterscheiden muss. Nämlich die Gerechtigkeit und die Barmherzigkeit. Und damit trennt er schon zwei Moralvorstellungen, die miteinander im Menschen existieren. Auf der einen Seite die Prinzipien der Gerechtigkeit, denen wir folgen sollten, wenn wir erfolgreich in einer Gesellschaft kooperativ leben sollten. Das ist, dass man die Person anerkennt, also das, was wir als die physische, dass wir eine einzelne Person tatsächlich in ihrer Person anerkennen und ihr nicht schaden wollen, dass wir ihre Eigentumsrechte anerkennen und dass wir gegebene Versprechen halten, uns daran orientieren. Wenn wir uns an diesen drei Ps orientieren, gelingt eben auch ein Zusammenleben. Das ist jetzt sehr fokussiert auf das, was wir in Wealth of Nations kennengelernt haben, auf den Self-Interest, auf den Egoismus, auf das Vorankommen. Aber in der persönlichen Interaktion ist ihm tatsächlich noch etwas anderes wichtig, die Barmherzigkeit, dass wir eben gegenüber unseren Menschen barmherzig, großzügig sind und versuchen, keinen Zwang gegen andere Menschen anzuwenden, dass wir versuchen, auch wenn man Schaden zugefügt hat, versucht zu vergeben und barmherzig gegen seine Mitbürger zu sein. Das muss nicht unbedingt im Markt geschehen. Wenn man im Markt betrogen wird, darf man diese Person auch bestrafen, indem man zum Beispiel vor Gericht zieht. Aber in der persönlichen Interaktion gibt es andere moralische Grundsätze als in der größeren Gesellschaft, wo der Markt geschieht. Dabei entwickelt sich diese Moral, von der wir gerade gesprochen haben, eben spontan, was ihn unterscheidet einmal zu den Philosophen der französischen Aufklärung, die gesagt haben, wir designen Moral am Reißbrett, am Schreibtisch, aber eben auch differenziert ihn das auch von konservativen Moraltheoretikern, die der Überzeugung sind, dass es das eine moralische Prinzip gibt, was man in der Interaktion mit anderen entdeckt, das sich aber nie ändert. Er ist der Überzeugung, dass wir zu Moral finden, indem wir in persönlichen Kontakt mit anderen Menschen treten und damit und herausfinden, wie diese Menschen auf uns reagieren, auf unsere Handlungen reagieren. Stellt euch das zum Beispiel vor, wenn ihr auf die Straße geht und laut Musik hört zum Beispiel, werdet ihr relativ schnell feststellen, dass ihr euch unwohl damit fühlt, weil ihr einen moralischen Grundsatz verstößt, dass ihr nicht anderen Menschen auf der Straße auf den Geist gehen sollt. Das heißt, ihr werdet eure Musik leiser machen, Kopfhörer benutzen zum Beispiel. Das bedeutet, euer individuelles Leben auf der Mikroebene führt dazu, dass ihr auf der Makroebene moralische Vorstellungen tradiert. Zum Beispiel war es lange Zeit moralisch auch auf individueller Ebene komplett in Ordnung, am Steuer zu telefonieren. Das hat sich aber über die Zeit hinweg tatsächlich entwickelt, dass es moralisch verwerflich ist, genau das zu tun. Das heißt, wir, wenn wir jemanden am Steuer telefonieren sehen, verurteilen ihn moralisch, was dann wiederum dazu führt, dass diese Person sich sicherlich unwohl fühlt, wenn man sie beim Telefonieren am Steuer beobachtet. Und das führt gleichzeitig dann eben diese individuelle Interaktion zu Menschen auch zu einem Wandel der Moralvorstellung innerhalb einer Gesellschaft. Und diese Moralvorstellung spielen sich eben auf dieser individuellen Ebene ab. Wenn man sie aber auf die Makroebene überträgt, bedeutet das, dass diese Moralvorstellung eben auch Kooperation zwischen Menschen erleichtern, wie zum Beispiel den internationalen Handel. All die Dinge, die wir in persönlichem Kontakt in unserem Lernprozess innerhalb der Gesellschaft aufgenommen haben, nutzen wir dann auch, um in unpersönlichem Kontakt, zum Beispiel über Amazon oder eBay, wie auch immer, in unpersönlichem Kontakt mit Menschen zu treten und gewisse moralische Verhaltensweisen an den Tag zu legen, die das Handeln mit anderen Menschen möglich machen.
Hier kommt aber wieder die Unterscheidung ins Spiel, die wir eben schon aufgemacht haben bei Smith, zwischen Barmherzigkeit und Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeitsvorstellungen in der Moral, die generell wichtig sind, um Kooperation erfolgreich zu gestalten, sind nicht unbedingt die gleichen, die wir auch zum Beispiel in einem freundschaftlichen Verhältnis bräuchten. Das bedeutet, dass wir Dinge wie Person, Property und Promise als Moralvorstellung innerhalb der Gesellschaft erlernt haben, damit Dinge wie Amazon erfolgreich funktionieren. Gleichzeitig zählen diese drei Ps auch für das persönliche Zusammenleben mit Freunden, plus dass da auch noch zusätzliche Moralvorstellungen eine Rolle spielen. Denn natürlich ist das Verhältnis zu einer guten Freundin wie die Lara zum Beispiel ein anderes als zu irgendeinem Amazon-Trader, von dem ich mal wieder irgendwie gebrauchte Bücher kaufe zum Beispiel. Das bedeutet, und das ist das Revolutionäre an der Theory of Moral Sentiments, Moral wird nicht am Schreibtisch designt, ist nicht ein einziges, nicht ein monolithisches Erlebnis, sondern verändert sich mit der Gesellschaft und wird von einzelnen Menschen in der Interaktion mit anderen Menschen erlernt und hilft dann dabei, dass gegenseitige Kooperation, gegenseitig nutzensteigernde Kooperation, wie die Ökonomen sagen, möglich wird. Und das, um hier auch langsam zu Ende zu kommen, unterscheidet eben die Schotten von den Franzosen. Und ich glaube, es ist wichtig, wenn wir über Adam Smith sprechen, ihn eben in das einzuordnen, worüber die Lara am Anfang gesprochen hat. Schottland ist nicht nur ein kaltes, regnerisches Land, in das man auch gut zum Wandern reisen kann, sondern eben auch Heimat der sogenannten schottischen Aufklärung. Und Adam Smith, David Hume und deren Lehrer, Hutchinson und auch Zeitgenossen Ferguson, sind das, was wir als die schottische Aufklärung beschreiben. Und das, was in allen gemein ist, ist diese Vorstellung von Moral als etwas, das im Kollektiv entsteht, in der Kooperation mit anderen. Das, und das ist das wichtige David Hume-Zitat hier, unser Verstand, aber auch unsere Moral eben nicht überlegen ist anderen Gefühlsvorstellungen, sondern dass sie tatsächlich das Ergebnis von unseren Gefühlen gegenüber unseren Mitmenschen ist. Unsere Moral entwickelt sich dadurch, dass wir uns unwohl damit fühlen, wenn wir andere Menschen beklauen, wenn wir andere Menschen einfach auf dem Bürgersteig schubsen zum Beispiel. Das ist nichts, was wir rational herleiten können. Das überfordert den Verstand tatsächlich. Sondern es ist etwas, das wir in der Kooperation, im Gefühl mit anderen Schritt für Schritt erlernen. Das heißt, hier steht die schottische Aufklärung mit ihrer Wahrnehmung der Moral als ein sich spontan entwickelnder kollektiver Prozess gegenüber der rationalistischen Vorstellung von Menschen wie zum Beispiel Descartes, der Überzeugung war, dass wir zu moralischen, menschlichen Vorstellungen kommen, indem wir uns Gedanken darüber machen und es rational herleiten. Deswegen oben rechts natürlich der vernichtende Faustschlag von David Hume gegen René Descartes oben rechts, wo es natürlich jetzt auch normativ klar geworden ist, dass ich die schottische Aufklärung hier deutlich überzeugender finde. Wer sich dafür interessiert, das Buch von Gertrude Himmelfarb, The Roads to Modernity, ist ein super spannender Vergleich zwischen französischer, amerikanischer und britischer Aufklärung, wo die Schotten eine große Rolle spielen, wer sich für diese Unterschiede auch interessiert und Adam Smith auch als Moralphilosophen kennenlernen möchte und eben nicht nur als der spannende Ökonom, der ist. Damit komme ich zum Ende. Natürlich der Swag Adam Smith mit Dollarkette und allem drum und dran. War wieder richtig schön, hier zu sein. Ich freue mich auf die Diskussion und meldet euch oder melden Sie sich gerne bei die Lara oder mir oder bei Prometheus. Ding wie hier ist unser Job, wir machen das super gerne und sehen es irgendwie auch als unsere Aufgabe an, diese Ideen rund um liberale Denker und Ideen zu kommunizieren. Das heißt, freut uns immer sehr, mit euch und Ihnen in Kontakt zu treten und diese Diskussion zu führen. Also vielen Dank für die Einladung. Lieber Justus, vielen, vielen Dank für deinen Input, für deine Präsentation. Wir gehen nach diesen beiden spannenden Inputs jetzt über in die Fragen- und Antwortenrunde und will nochmal alle Zuschauerinnen und Zuschauer herzlich dazu einladen, gerne auch fleißig Fragen oder auch Diskussionsbeiträge zu stellen.
Und bevor ich jetzt gleich auf die von den Zuschauern eingehe, habe ich eine, die ich direkt vorab stellen möchte. Ich habe tatsächlich gerade nochmal hier meine Ausgabe von The Wealth of Nations rausgeholt, rumgeblättert und was du gesagt hast, die Lara, und zwar die unsichtbare Hand, sie kommt tatsächlich nur einmal vor. Und wenn für diejenigen, die nachlesen wollen, in Buch 4, Kapitel 5 über seinen Exkurs über den Getreidehandel, da kommt sie einmal drin vor, und das ist eine Frage, die ich an dich habe, die Lara, und aber auch gerne an dich weiterleite, Justus. Considering, dass in The Wealth of Nations diese unsichtbare Hand nur einmal vorkommt, ne? So, ich erinnere mich an meine Teilvorlesung. Ich habe ja unter anderem auch Sozialwissenschaften studiert. Wenn es da um die Einführung in die Volkswirtschaftslehre ging, ist diese unsichtbare Hand sehr, sehr präsent. Und da sie in seinem ökonomischen Teil ja gar nicht mal, also nur eine sehr kleine Rolle spielt als Bild, was er da bemüht in diesem einen Teil, in diesem 900-Seiten-Buch, würde mich interessieren, was denkst du, woher kommt es, dass dieses Bild so wirkmächtig geworden ist, diese unsichtbare Hand? Also ich glaube, zum einen hat er da eine unglaublich starke Metapher geschaffen. Also die bringt es ja irgendwie auf den Punkt, und die bleibt auch im Kopf. Gleichzeitig ist das so ein bisschen, also ich musste daran denken, weil ich es auch gerade im Chat nochmal gelesen hatte, der Homo economicus, die unsichtbare Hand, das sind alles so Kampfbegriffe, die irgendwie gerne benutzt werden, wenn man gegen die Marktliberalen wettern möchte. Das sind einfach Bilder, die kann man natürlich einfach benutzen. Die vermitteln immer ein unvollständiges Bild, Bild unserer Ideen. Und ich glaube, wenn man über Adam Smith redet und die unsichtbare Hand, dann ist das auch ein vermeintlich einfaches Bild, also ich würde was sagen wie populistisch, wo man aber also den Teil der Lehre, der da eigentlich dahinter steht und die Ideen einfach ausblenden kann. Und das ist dann einfach, das irgendwie wegzudenken und sich gar nicht zu überlegen, was bedeutet das, weil im Endeffekt bedeutet es, Menschen interagieren miteinander. Und es bedeutet nicht, dass da irgendwie ein böser Markt ist, der das alles so von oben steuert. Aber ich glaube, das war hier so ein Narrativ, was ich irgendwie durchgesetzt hat. Aber Justus, ergänz gerne, wenn du da noch was hast. Ja, ich glaube immer, dass die unsichtbare Hand tatsächlich, also es ist einfach eine unheimlich starke Metapher, die aber häufig dazu missbraucht wird, um zu sagen, ja, Menschen handeln wie Homo economici und sind rationale Egoisten, und dann kommt die unsichtbare Hand und auf einmal ist alles gut. Aber es bedeutet einfach nur, dass für Liberale ist es so wichtig, glaube ich, zu sehen, dass es einen kollektiven Prozess gibt, in dem wir alle irgendwie eingebunden sind, dadurch, dass wir konsumieren und produzieren, und es uns gelingt, unheimliche Wunder zu vollbringen, dadurch, dass wir miteinander in Kooperation treten und die unsichtbare Hand, die eben in der Marktwirtschaft oder im Preissystem wirkt, hilft uns dabei, in noch komplexere Kooperationen miteinander zu treten, um all die Dinge zu schaffen, die wir, wenn wir nicht miteinander kooperieren würden, gar nicht schaffen würden. Das heißt, auch wir als Liberale sind Fans von der Weisheit der Masse, dass wir versuchen, möglichst viel Wissen von unterschiedlichen Menschen zu gewinnen. Wir sind aber einfach nicht der Überzeugung, dass das irgendein zentraler Planer von oben herab tun kann, sondern dass es ein Bottom-up-Prozess ist, wo viele unterschiedliche Menschen in Kooperation miteinander treten und damit etwas schaffen, was viel größer ist als die Summe der einzelnen Teile. Und das ist das, was die unsichtbare Handmetapher ist. Und ich finde sie immer noch einfach eine bombastische Metapher, auch wenn sie häufig missbraucht wird. Spannend, dass du gerade das Thema Kooperation auch ansprichst, denn tatsächlich hat auch ein Zuschauer die Frage gestellt, also dass ja häufig dieses verschriedene Homo economicus-Bild da irgendwie auftaucht, die war letztlich ja viel von dem, was Smith schreibt, auf Interaktion basiert. Vielleicht kannst du noch ein bisschen genauer ausführen, Justus, so welche Rolle dieser Begriff Kooperation für Smith in seinem Werk spielt. Ja, also ich denke, also das ist jetzt natürlich auch ein Wealth of Nations Teil natürlich. Ich glaube, dass für ihn die zwischenmenschliche Interaktion und gerade für ihn, aber auch für die schottische Aufklärung eine exponierte Rolle auch in der Aufklärung gespielt hat, weil sowohl Moral, Märkte, Sprache, alles Phänomene sind, die nur durch menschliche Kooperation
entstehen können. Gleichzeitig können sie aber von niemandem zentral geplant werden. Und die Ideen der französischen Aufklärer, wie von Descartes, aber später auch von Rousseau, spielt, was da eine große Rolle spielt, ist ja, Gesellschaft ist wichtig, Gesellschaft ist komplex. Aber im Grunde genommen reicht es, wenn es uns gelingt, rationalen Plan zu entwerfen, diesen dann auch umzusetzen, um die Gesellschaft besser zu machen. Wir hatten auch idealistische Ideen natürlich. Aber die Schotten mit Smith und Hume und Ferguson und so weiter waren eben der Überzeugung, dass tatsächlich die Kooperation von wirklich Individuen miteinander dazu führt, dass eine Ordnung kreiert wird, die größer ist als die ganzen Summe ihrer einzelnen Teile. Und ich glaube, die Idee von spontaner Ordnung, die in der schottischen Aufklärung angelegt ist und dann später von Denkern wie Hayek und Polanyi ausgeführt wird, ist, da spielt Kooperation eine erstaunlich große Rolle drin. Und ich denke, dass das auch etwas ist, was wir als Liberale lernen können, dass Märkte so spannend und auch so wohlfahrtssteigernd sind, weil sie eben Kooperation zwischen Menschen zulassen, die sich vielleicht sogar auch nicht kennen. Und über abstrakte Regeln dazu kommen, dass Menschen über Kontinente hinweg miteinander kooperieren können, ohne dass sie sich kennen. Und das ist natürlich eine beeindruckende Erklärung für dieses Phänomen, das uns so reich gemacht hat, wo andere Philosophien und auch Aufklärer dran scheitern. Lass uns mal ein bisschen in diese Zeit nochmal genauer einsteigen und da eine Frage von einem Zuschauer, die ich gerne an dich stellen würde, die Lara. Du hast ja diese Zeit nochmal schön auch ökonomisch eingeordnet mit dieser dominierenden Ideologie des Merkantilismus. Und ich meine, eine Frage, die ein Zuschauer stellt, allein schon, weil Bodenschätze ja so unfassbar ungleich verteilt sind und ja auch waren auf der Welt, so wäre es da nicht naheliegend, dass die Merkantilisten nicht von selber drauf kommen müssen, dass internationaler Handel irgendwie sinnvoll ist? Ich sag mal, das wäre so das zwingende Argument des Faktischen, was einen dazu irgendwie bringt. So, was ist, und vielleicht kann man dazu eine schöne Brücke spannen, wenn wir darüber sprechen, wie wir heute Freihandel betrachten, trotz der unterschiedlichen Gegebenheiten, die wir auf der Welt sehen. Ja, ich hatte gerade schon mal kurz angeteasert, dass so die Vorstellung war, dass der eigene Staat nur dann reicher werden kann, wenn die Nachbarn eben Not leiden oder verarmen. Also da war noch nichts mit Freihandel. Und wenn wir so zurückgucken, also wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, irgendwie 1776, also als Wealth of Nations erschienen ist, hatte Großbritannien 13 Kolonien. Es war dann halt einfacher, die Bodenschätze einfach rauszuholen, als zu handeln. Und da ist es interessant, also Adam Smith hat sich im Zusammenhang mit den Kolonien, auch mit dem Sklavenhandel befasst und äußert sich auch dazu in seinem Werk und argumentierte hier aber gar nicht aus moralischen Gesichtspunkten, sondern unter ökonomischen und sagt eben, dass im Endeffekt die Sklavenarbeit viel, viel teurer ist als freie Arbeit und dass wir allein schon deswegen um die Sklaven irgendwie physisch aufrechtzuerhalten, dass es halt super teuer ist und allein deswegen der freie Handel schon viel günstiger wäre. Gleichzeitig, wenn wir uns so die Handelskompanien anschauen, also East Asia Trade Company damals, was die Briten ja auch gemacht haben, dann waren das natürlich genau diese Art von Export-Import-Beschränkungen, die wir aus heutiger Sicht eben kritisieren würden. Also man hat da eben ganz stark subventioniert. Das war eine staatliche Unternehmung, die wir heute als Liberale so natürlich kritisieren würden. Wenn wir auch weiter in der Zeit bleiben, was einen Zuschauer interessiert, ist die Frage, Justus, du hattest schon eben über das Verhältnis zwischen Adam Smith und Hume gesprochen. Weißt du zufällig, ob es auch ein Verhältnis so zwischen Adam Smith und Edmund Burke, übrigens für diejenigen, die Edmund Burke nicht kennen, also wichtiger, man würde sagen Gründervater des modernen Konservatismus, könnte man so vielleicht einordnen. Sehr verkürzt jetzt mal gesagt, weißt du, ob und inwiefern es da ein Verhältnis, ein Austausch oder vielleicht zumindest einen intellektuellen Austausch irgendwie gegeben hat? Ja, gab's. Also
Edmund, ich versuche ja immer, also ich finde Edmund Burke immer als Konservativen darzustellen, das machen, glaube ich, die Konservativen gerne, weil sie sich jemanden geben können, der tatsächlich endlich mal smart war und sich und irgendwie konservativ einsortiert werden kann. Aber tatsächlich glaube ich tatsächlich, dass das eine falsche Einsortierung ist, dass Edmund Burke tatsächlich auch als Liberaler gezählt werden kann. Gerade wenn man sich anschaut, was seine Unterstützung für die Dekolonialisierung Indiens angeht, seine Unterstützung für die Unabhängigkeitsbestrebungen in den USA, Verurteilung der irischen Kartoffelhungersnot und so weiter. Das sind ja alles Dinge, die ihn ganz eindeutig nicht als Konservativen darstellen. Da versuche ich ihn immer ein bisschen zu verteidigen. Deswegen freue ich mich natürlich dementsprechend auch, dass er dann auch noch ein guter Freund war von Adam Smith. Sie haben viel korrespondiert. Burke hat tatsächlich auch regelmäßig die Werke von Adam Smith reviewed, also hat so Buchrezensionen geschrieben. Die sind so super kurz leider, man hätte gerne noch mehr davon gesehen. Aber es war sehr eindeutig, dass sie sich beide sehr intellektuell befruchtet haben. Burke hat große Teile seiner ökonomischen Vorstellung eben von Adam Smith bezogen, und auch andersrum war es so, dass Smith regelmäßig Burke konsultiert hat bei Fragen, die ihn interessiert haben. Das heißt, das ist schon sehr spannend. Also das ist es gibt Ökonomen, die bezeichnen diese Phase im 18. Jahrhundert auch als die Republic of Letters, also die Republik der Briefe, wo man innerhalb der intellektuellen Blasen relativ viel Kooperation und Korrespondenz hatte. Und das ist gerade in der schottischen Aufklärung, und also Burke ist ja eher zur britischen Aufklärung, ist es schon sehr spannend zu sehen, wie da auch kooperiert und sich ausgetauscht wurde. Deswegen packt zum Beispiel Gertrude Himmelfarb die britische beziehungsweise so irisch-englische Aufklärung auch zusammen hier, auch wenn man da noch trennen kann, würde ich sagen. Aber ja, da gab es sehr viel erquickende Kooperation zwischen den beiden. Ja, spannend. Bevor wir zu einem weiteren Teil kommen, noch ein bisschen stärker über die Moralvorstellung ins Gespräch kommen, vielleicht ein kurzer Part an Begriffsklärung. Ein Zuschauer, Felix Grabenhuber, Grüße gehen raus an dich, Felix, stellt einmal die Frage, ob ihr Adam Smith auch als Urvater des Kapitalismus sieht. Das ist ja so ein schön geflügelter Begriff, und ich sehe schon, die Lara rutscht auf ihrem Stuhl ganz unruhig rum, und deswegen magst du gerne was dazu sagen? Das ist eine gute Frage. Ich muss ehrlich aber sagen, den Begriff Kapitalismus, wer den geprägt hat, da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, da möchte ich nichts Falsches sagen. Aber wir können Adam Smith schon als Urvater der Ökonomik sehen. Und ich glaube, so die Art und Weise, wie er eben das marktwirtschaftliche und das kapitalistische System beschrieben hat, eben aus ökonomischer Perspektive, und hier sich auch als Erster angeschaut hat, dass eben der freie Handel, also das kapitalistische System, so wie wir es heute auch verstehen, zu Wohlstandswachstum führt. Da war er schon Pionier auf seinem Gebiet und war einer der Ersten, die sich in dieser Zeit damit auseinandergesetzt haben. Also wenn wir nochmal zurückblicken, 18. Jahrhundert, das war so der Vorabend der industriellen Revolution. Da kamen plötzlich ja ganz neue Fragen auf. Also wir hatten bis dahin irgendwie... Also plötzlich hatten wir ein Bürgertum, was nach Freiheit gestrebt hat und sich emanzipieren wollte vom Adel, von den Landeigentümern und vom Klerus. Und plötzlich sehen wir eben, dass hier dann das Preisfragen auftreten, Lohnfragen, Verteilungsfragen und so weiter. Und es gab bis zu dem Zeitpunkt noch gar kein Instrumentarium, um sich damit überhaupt auseinanderzusetzen. Und Adam Smith hat dafür eigentlich die Basis gelegt und deswegen würde ich ihn da als Pionier bezeichnen. Vielleicht nochmal zur historischen Einordnung. Das ist also der Begriff, würde ich jetzt sagen, korrigiere mich gerne, wenn ich falsch liege, Justus. Also im englischen Sprachraum eigentlich maßgeblich durch Ricardo popularisiert worden, also was zumindest die liberalen Ökonomen ausgeht. Aber ich würde einschätzen, dass die wahrscheinlich wirkmächtigste Verwendung dieses Begriffs wahrscheinlich bei Marx vorkommt und wahrscheinlich auch noch bis heute das Denken da am meisten geprägt. Deswegen ja auch so ein geflügelter Begriff, aber gerne Justus mit Ergänzung, falls du welche hast.
Ja, also ich bin auch unsicher bei der Verwendung des Begriffs Kapitalismus, weil ich den Begriff auch so ungern verwende, weil ich wirklich das Gefühl habe, dass der Begriff nichts zu tun hat mit dem, worüber wir als Liberale sprechen, wenn wir über Marktwirtschaft sprechen. Und deswegen ist Adam Smith eben so wichtig, weil er menschliche Kooperation und spontane Ordnung in den Mittelpunkt seines Denkens über Wohlstandssteigerung gelegt hat und nicht wie Marx, die ausschließlich auf das Kapital eingegangen ist. Wir finden das dann auch in der modernen Volkswirtschaftslehre, dass dann ökonomisches Wachstum auch mit Kapitalakkumulation zusammengebracht wird, was ich denke auch widerlegt wurde in der Ökonomik, dass andere Dinge eine größere Rolle spielen, über die schon Smith geschrieben hat, nämlich dass es eine politische und ökonomische Ordnung braucht, in der man die Gewinne aus gegenseitiger Kooperation erhöhen kann. Und ich glaube, dass es dann deswegen wichtig ist, ist Adam Smith der Gründervater des modernen Kapitalismus. Ich glaube, er ist der Gründervater der modernen Volkswirtschaftslehre, die sich mit Marktwirtschaft beschäftigt. Man kann schon sagen, denn er hat ja dann geschrieben, als die industrielle Revolution schon losgekickt wurde. Das heißt, er hat auch nur das beschrieben, was schon da war. Es ist nicht, als wäre die Idee von Marktwirtschaft auf einmal mit Adam Smith in die Welt gefallen, sondern es gab es natürlich auch, so wie wichtige WirtschaftshistorikerInnen wie Deirdre McCloskey das beschrieben, dass die Niederländer die Begründer des modernen Kapitalismus waren, weil die ersten Firmen mit begrenzter Haftung, die ersten Börsen und so weiter eben in Amsterdam und in den Niederlanden entstanden sind und sich diese Ideen eben weiter verbreitet haben, auch durch so einen sehr iterativen Schritt-für-Schritt-Prozess bis nach England und nach Schottland hinein. Und dann hat Adam Smith halt als Erster es beschrieben. Und ich glaube, deswegen ist es wichtig. Er war der erste große Kommunikator dieser Ideen. Und deswegen lohnt sich auch, das Buch zu lesen. Also ich weiß, niemand liest die Theory of Moral Sentiments oder Wealth of Nations von A bis Z durch. Aber man kann sich wirklich einzelne Kapitel rausnehmen und sie lesen und dann einfach von Kapitel zu Kapitel gehen, denn sie sind wirklich einfach auch extrem gut geschrieben. Und das ist eben auch, deswegen war er auch einer der erfolgreichsten Kommunikatoren dieser Ideen, weil das auch einfach gut geschriebenes Werk ist. Dinge, die gerade wenn man dann so Marx und Smith nebeneinander legt, dann fragt man sich, warum Marx so erfolgreich war. Also wer so schreibt, darf eigentlich nicht erfolgreich sein, aber war dann doch so. Smith ist der deutlich bessere Autor. Ja, schön, dass wir nochmal auf die Stilfrage zurückkommen. Da könnte ich jetzt auch groß ausholen, aber ich werde es mir an der Stelle klemmen und nochmal auf das Thema der Moral zu sprechen kommen. Und ich glaube, das ist hier nochmal eine Sache, die von vielen Zuschauern angesprochen worden ist, weil da sich viele spannende Fragen drum drehen. Ich glaube, also just wenn ich deinen Input richtig verstanden habe, muss man, glaube ich, um das Gesamtwerk zu verstehen, glaube ich, Theory of Moral Sentiments wirklich mit in die Betrachtung mit hineinnehmen, auch wenn natürlich so, also auch das Jahr 1776 hat ja auch so eine gewisse Schlagkraft natürlich drin, dass dann The Wealth of Nations dann das populärere von den beiden Werken ist. Aber vielleicht kannst du noch ein bisschen was dazu sagen, inwiefern Religion und Glaube für Smith eine Rolle spielt. Also ein Zuschauer hat schon gesagt, so ja, die Regeln des Alltagshandels muten ja schon so ein bisschen calvinistisch teilweise an und dass ja auch diese unsichtbare Hand sich durchaus auch als eine eine bestimmte moralische Metapher interpretieren lässt, die einen starken Gottbezug hat. Ein Zuschauer hat auch gefragt, inwiefern der sogenannte Impartial Internal Spectator eine Rolle spielt. Für all diejenigen, die vielleicht dann gerade nicht wissen, was das ist, vielleicht kannst du auch nochmal kurz erklären, Justus, ist so ein bisschen der interne, unparteiische Beobachter, den Smith so ein bisschen, und jetzt verkürze ich noch einmal stark, versuche es aber runterzubrechen, den Smith sieht so als eine Repräsentanz, so als Stimme von Gott quasi im Menschen, aber da auch dann diese Verknüpfung zur Religion, vielleicht kannst du noch ein bisschen auseinanderklamüsern für uns, Justus. Genau, das ist tatsächlich gar nicht so einfach, denn Smith zusammen mit Hume Smith und Hume haben sich relativ lange immer über Religion auseinandergesetzt, und David Hume war legendärer Atheist. David Hume ist dann immer noch gestorben, und dann dachte sich der Pastor so, okay, gut, ich muss da jetzt nochmal hin, und der stirbt jetzt, der wird mit Sicherheit jetzt gläubig werden. Und Hume hat ihm einfach auf dem Sterbebett noch ausgelacht, dass er auf gar keinen Fall, und deswegen wollte das der Pastor nicht publizieren, und es wurde dann relativ groß dann natürlich, dass Hume das selbst auf dem Sterbebett verachtet hat. Und Smith war da nie so laut, was dieses Thema angeht.
und war, und das ist, würde jetzt wahrscheinlich die Wissenschaft, so Rasmussen hat ein gutes Buch dazu geschrieben, sagen, dass er gläubig war, gläubiger Christ war. Aber nicht in dem Sinne, dass tatsächlich seine Moralphilosophie von Religion motiviert war. Ganz im Gegenteil. Also nicht nur, dass er sich gegen linke und konservative Moralvorstellungen durchsetzen wollte mit seiner Vorstellung, also links und rechts gab es damals nicht so in der Vorstellung, aber er wollte sich gegen rationalistische Moralvorstellungen durchsetzen, hat er sich auch gegen konservative religiöse Moralvorstellungen durchgesetzt. Denn seine Idee, die er skizziert hat in der Theory of Moral Sentiments, ist eben nicht, dass Moral uns von Gott gegeben wird als natürliche Moral, sondern wir Moral finden in der Interaktion mit anderen Menschen. Gott wurde aus der Moralphilosophie damit komplett rausgenommen. Und das war revolutionär, denn das war die normale, wenn man eine Professur für Moralphilosophie haben wollte in Schottland damals, im 18. Jahrhundert, war es relativ hart, wenn man gesagt hat, dass Moral nichts mit Gott zu tun hat. Dadurch, dass er aber tatsächlich dann auch die Calvin, dadurch, dass er sich dann durchaus auch als Calvinist und auch als religiöser Mensch geoutet hat, die Frage ist so, wiefern haben da Karrieremotive eine Rolle gespielt, hat er dann doch tatsächlich noch den Job als Professor für Moralphilosophie in Glasgow bekommen. Ein Job, den David Hume zum Beispiel nie bekommen hat, weil er den Mund nicht halten konnte und die ganze Zeit rumgefahren ist und überall in der Welt rumposaunt hat, dass wie unwichtig Gott ist. Smith war da deutlich, deutlich wichtiger und war sicherlich auch gläubig, das kann man sagen, aber es spielt in seiner Moralphilosophie keine unbedingte Rolle. Vielleicht kann man sogar sagen, dass man sich auch als Atheist auf Smith beziehen kann, um zu zeigen, wie sich Moral entwickelt als im Menschen angelegte Gefühle gegenüber anderen Menschen, wie man sich moralisch verhalten soll. Das kommt dann eben, das ist dann das, was Alex gerade auch und was im Chat als der Impartial Spectator beschrieben wurde. Das ist der unparteiische Schiedsrichter. Und das ist so etwas wie Adam Smiths Benchmark für Moral oder seine Metapher für wie Menschen moralisch handeln. Und ich finde das immer extrem nachvollziehbar, denn ich habe das Gleiche. Wenn ich irgendwie durch Berlin eine Kneipentour zum Beispiel mache und dann mit so einem Sterni in der Hand so von Kneipe zu Kneipe laufe, ist die Frage, was macht man mit der leeren Bierflasche? Und wenn ich keinen, und ich stelle sie meistens neben den Mülleimer oder werfe sie in den Mülleimer hinein, meistens so neben den Mülleimer stellen, wegen des Pfandes. Und ich mache das, weil ich wie einen kleinen unparteiischen Schiedsrichter auf meiner Schulter sitzen habe, der mir sagt, wie ich jetzt moralisch zu handeln habe. Und der ist voll informiert und sagt mir, wie reagieren an und scannt die ganze Zeit die Umgebung und versucht einzuschätzen, wie werden andere Menschen jetzt auf meine Handlung mit dieser Bierflasche reagieren. Und er sagt mir, es ist sozial nicht akzeptiert, diese Bierflasche jetzt auf den Spielplatz zu werfen, sondern es ist moralisch, es ist sozial akzeptiert, dass ich die Bierflasche nehme und sie an den Mülleimer stelle oder in den Mülleimer werfe. Und so handeln wir generell, zum Beispiel, wenn wir das Handy im Autobeispiel anführen. Ich habe einen Beobachter, diesen Spectator auf der Schulter, der mir sagt, hey, das ist echt nicht cool, wenn du dein Handy ans Ohr führst und anfängst zu telefonieren, während du Auto fährst. Und das ist seine Metapher dafür, wie Menschen moralisch handeln. Und das geht dann wieder zurück auf die Präsentation vorhin, die dann so, wir entwickeln Moral dadurch, dass wir uns an anderen Menschen orientieren. Und das, was andere Menschen für moralisch halten, halten wir dann irgendwann auch für moralisch. Because man desires not only to be loved, but also to be lovely. Man möchte auch geliebt werden von den anderen. Und das ist, wie sich Moral eben entwickelt. Moral hat in diesem Smithschen Sinne eben was Utilitaristisches. Man handelt moralisch, weil man von den anderen nicht sozial ausgeschlossen werden möchte. Und deswegen höre ich auf meinen Spectator und werfe Bierflaschen nicht auf Spielplätze. Danke für diese Ausführung, Justus, an dieser Stelle. Und ich will sie als Gelegenheit nutzen, um auch meine Anekdote, wenn ich an Adam Smith denke, zu teilen. Weil ich habe ja euch die Fragen gestellt, dann will ich mich ja auch outen. Ich denke immer an ein Schulbuch aus Hessen.
dass ich mal während meiner Karriere als Nachhilfelehrer näher studieren musste. Und da waren die Kapitel so dargestellt über verschiedene Wirtschaftsordnungen. Das ging dann so los, ja. Ne, da kam der Smith und der hat da seine Marktwirtschaft gemacht und dann gab es da so wildes Wachstum, aber dieser wilde Turbokapitalismus, der hat auch ganz, ganz viel böse Ungleichheit gemacht. Und dann musste erstmal der Marx kommen, der so Planwirtschaft erklärt war, das hat aber auch nicht funktioniert. Und dann gab es soziale Marktwirtschaft so als Genese, so der Sonderweg. Also, dass man natürlich darüber reden kann, dass das Hanebüchen der Unsinn ist, was in solchen Schulbüchern drinsteht. Es steht nun nonetheless, steht es da drin. Und was mich besonders aufmerksam gemacht hat, ist diese Vorstellung dieser großen Ungleichheitsschere, dieser Manchester-Kapitalismus, alles ist so rücksichtslos und so wildwestmäßig. Und was viele Zuschauer sich fragen, und diese Frage gleich an dich, die Lara, was viele Zuschauer sich fragen, so warum, obwohl wir ja heute darüber gesprochen haben, wie barmherzig und wie viel Wert auf Kooperation Smith doch eigentlich in seinen Schriften legt, warum ist A, der Ruf von Smith auf dieses unsichtbare Hand runtergebrochen und so egoismuszentriert, als erste Frage? Und vielleicht als zweite Frage, was würdest du denn den linken Kritikern antworten, die sagen, ja, Marktwirtschaft schön und gut, aber was mit der Verteilungsfrage? Oder wie akkumuliert sich dieses Wachstum, was da kommt? Also zu dem ersten Punkt, warum hat sich genau das bei ihm durchgesetzt? Das ist eine gute Frage, die ich mir auch schon gestellt habe. Was ich mir auch nicht so ganz erklären kann, weil ich glaube, wenn man sich damit wirklich mal auseinandersetzen würde, würde man verstehen, dass es nicht ungerecht ist. Und ich glaube, das ist ein Problem, das haben viele liberale Ideen. Ne? Also da steht Adam Smith jetzt nicht alleine da. Das ist immer das Problem. Vielleicht sind wir auch gescheitert, irgendwie unsere Ideen richtig zu kommunizieren. Ich weiß es nicht so genau. Gleichzeitig... ich hatte, fand es ganz interessant, da kam dann auch die Frage, also zum einen mit der Verteilungsfrage, das ist natürlich ein umstrittenes Thema, auch unter Ökonomen, auch würde ich sagen unter liberalen Ökonomen. Das kommt immer so ein bisschen darauf an, welche Zahlen man sich tatsächlich anschaut. Das ist nicht so ganz so schwarz-weiß, wie es oftmals vereinfacht in den Medien leider dargestellt wird. Andererseits, klar, also man kann sich leugnen, dass es Probleme gibt. Wenn wir uns jetzt hier Adam Smith uns anschauen, dann sprechen wir natürlich auch immer von einem idealtypischen Markt. Das heißt, wir gehen hier von vollständiger Konkurrenz aus, wo der Preismechanismus funktioniert, wo all diese Sachen gegeben sind. Jetzt sagen wir, okay, die Wirklichkeit weicht davon ab. Ja, klar, und deswegen ist es auch irgendwie nicht richtig, Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Also ich müsste mir dann ein System anschauen im Vergleich, was auch nur imperfekt funktioniert. Also unser Markt funktioniert halt in echt nicht perfekt. Deswegen vergleichen wir hier ein utopisches Bild von einem perfekten Markt mit unserer imperfekten Realität. Und ich glaube, das muss man bei dieser ganzen Analyse irgendwie immer im Hinterkopf behalten. Aber es wird halt leider nicht gemacht. Gleichzeitig, wenn ich jetzt an die Probleme unserer Zeit denke und man will sich da nochmal auf Adam Smith berufen, und eben sich wirklich an das Credo halten, der freie Markt maximiert den Wohlstand und wir begrenzen den Staat auf seine Aufgaben, kann man, glaube ich, viele Probleme der Zeit lösen, aber das nur so am Rande. Justus, gern deine Ergänzung dazu und auch gern damit verbunden schon dein Ausblick vielleicht, so was wir von Smith auch noch lernen können für die Probleme der Gegenwart. Ja, also ich habe ja zwischendurch auch mal ein bisschen in den Chat reingeguckt und eben die Ungleichheitsfrage spielt eine Rolle, aber auch, was würde Smith jetzt zu Umweltproblemen sagen? Und ich glaube, das ist super schwierig. Also da sollten wir vermeiden, glaube ich, über Probleme, die wir in der Gegenwart haben, Smith irgendwas in den Mund zu legen. Also Smith hat spannende Aussagen getroffen zu, wie finden wir zu mehr Wohlstand, wie funktioniert Moral und so weiter. Aber das sind auch Fragen, die wir irgendwann selber beantworten müssen, inspiriert durch die Ideen von Smith. Aber Smith jetzt heranzuziehen, um irgendwie den auseinanderdriftenden Gini-Koeffizienten oder der Rückgang der Biodiversität zu erklären, das ist, glaube ich, ein bisschen too much. Aber man kann das nur als Add-on zu die Laras Punkt. Als Ausblick würde ich sagen, was wir auf jeden Fall von Smith lernen können und mitnehmen können, ist die
ist die Idee der spontanen Ordnung und dass es Ordnung gibt, die nicht von einzelnen Menschen designt wurde, die einfach dadurch entsteht, dass Menschen miteinander in Kooperation treten. Und ich glaube, das ist für mich eine der wichtigen Dinge, die wir hier mitnehmen können. Dass wir auf der Basis von gewissen abstrakten moralischen Grundprinzipien, die er in der Theory of Moral Sentiments darlegt, dass wir, wenn wir innerhalb dieser moralischen Grundprinzipien in Interaktion miteinander treten, tatsächlich Ordnungen schaffen können, die so viel mehr sind als die Summe ihrer Teile. Und das ist etwas, das der Ökonom Paul Romer mal gesagt hat, wenn Ideen summieren sich nicht, Ideen multiplizieren sich. Und wenn es uns gelingt, diese ganzen Ideen, die Menschen in ihren Köpfen haben, in dieses kooperative Unterfangen liberaler Gesellschaft über den ganzen Planeten hinweg einzubetten, dann gibt uns Adam Smith tatsächlich die richtigen Prinzipien an der Hand, wie wir darüber nachdenken können, um wohlhabender und besser zu werden, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und ich glaube, dafür lohnt es sich, immer mal wieder Wealth of Nations aufzuklappen oder auf den sehr vielen spannenden englischsprachigen Websites zu surfen, die essentiellen Messages von Adam Smith kommunizieren. Das kann ich euch nur nahelegen, sich da zu belesen. Auf der Seite vom Liberty Fund zum Beispiel oder vom Fraser Institute in den USA gibt es tolle englischsprachige Ressourcen, die dann auch dafür genutzt werden können, sich auch über Zukunftsfragen innerhalb von Smithschen Prinzipien Gedanken zu machen. Das ist ein sehr, sehr schönes, sehr, sehr schönes Schlusswort, lieber Justus. Wir haben auch schon leicht überzogen. Ihr merkt, es gibt viel zu diskutieren. Wir könnten wahrscheinlich jetzt noch diese Veranstaltung um das Dreifache der Länge strecken, bis wir auch dann den letzten mit unserer Diskussion hinausgetrieben haben. Ich hoffe, dass es für alle Zuschauerinnen und Zuschauer dann doch, obwohl wir leider nicht alle Fragen beantworten konnten, weil es dann auch so viele gab und so viel zu diskutieren gab, dass es für Sie eine interessante Veranstaltung war. Und freue mich sehr schon auf die nächste Veranstaltung, die wieder in 2 Wochen am Dienstag stattfindet. Und zwar, jetzt gucke ich mal ganz ungalant in meinen Kalender hinein, stelle fest, dass es dann schon wieder im März sein wird. Und zwar am 7. März beschäftigen wir uns, verlassen wir die Insel, endlich. Wir haben uns jetzt ja mit John Locke beschäftigt und jetzt mit Adam Smith. Und jetzt gehen wir auf den Kontinent, und zwar nach Königsberg. Und zwar rüber zu Immanuel Kant, aber dazu dann viel mehr in 2 Wochen. Freue ich mich schon sehr darauf, wenn wir auch diesen Denker näher beleuchten können. Ich will an dieser Stelle mich erstmal herzlich bedanken bei allen Zuschauerinnen und Zuschauern für das angeregte Fragestellen, für die angeregten Diskussionsinputs und natürlich insbesondere bei euch beiden, liebe Dilara, lieber Justus, dass ihr euch heute Abend die Zeit genommen habt, hier mit uns ein bisschen über den lieben Adam Smith ins Gespräch zu kommen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und euch noch einen wunderschönen Abend. Tschüss. Dankeschön.